sind die letzten grünen Paradiese auf unserem Kontinent. Unberührt und majestätisch. Heimat seltener Tiere. Orte magischer Schönheit. Rau und ursprünglich. Einzigartige Wildnis. Urwälder. Mitten in Europa. Ein Wald wie aus einem Märchen. Geheimnisvoll und einzigartig. Er ist die Heimat des größten Säugetiers Europas. Des Wiesens. Der Urwald von Białowieża ist der letzte seiner Art im europäischen Tiefland. Er erstreckt sich auf einer Fläche von 1500 Quadratkilometern. Der Urwald von Białowieża liegt südöstlich der Masuren, direkt an der Grenze zu Weißrussland. Ein Drittel auf polnischer, zwei Drittel auf weißrussischer Seite. Spätsommer im Nationalpark. Nur wer früh aufsteht und viel Glück hat, entdeckt sie. Die Wisente, die Könige des Urwalds von Białowieża. Vorsichtig wagt sich ein Bulle aus dem Schutz des nahen Waldes auf die Lichtung, wo es saftiges Gras gibt. Frühnebel lassen die mächtigen Riesen wie Geisterwesen aus einer anderen Zeit erscheinen. Einst zogen ganze Herden dieser majestätischen Tiere durch die Wälder Mitteleuropas. Heute sind sie nahezu ausgerottet. Im Urwald von Białowieża haben sie einen Zufluchtsort gefunden. Ähnlich ihren amerikanischen Verwandten, den Bisons, streiften Wisente zu Millionen über den Kontinent. Eiszeitliche Höhlenmalereien wie diese aus der Schillerthöhle in Deutschland zeigen Wisente als Wild, auf das unsere Vorfahren bereits vor 30.000 Jahren Jagd machten. Im 19. Jahrhundert war der Wisent fast vollständig ausgerottet. Lediglich in Osteuropa gab es noch vereinzelte Herden, die frei umherzogen, unter anderem in Białowieża. 1919 wurde hier der letzte freilebende Wisent von einem Wilderer erschossen. Bereits zu dieser Zeit gab es erste Bemühungen, den Bestand der Wisente in Białowieża durch gezielte Aufzucht wiederherzustellen. Nicht mehr als 12 Tiere aus verschiedenen europäischen Zoos und Wildgehegen wurden so zu den Ahnen aller heute freilebenden Wisente. Jerzy Dackiewicz ist gelernter Förster und seit mehr als 20 Jahren auf die Wisentaufzucht im Nationalpark von Białowieża spezialisiert. Er ist im In- und Ausland ein anerkannter Wisent-Experte. Nach erfolgreicher Auswilderung in den 50er Jahren ist der Bestand freilebender Wisente auf rund 450 Tiere gestiegen. 30 Tiere werden nach wie vor im Gehege gehalten. So viele Tiere hier zu haben, ist insofern wichtig, als dass wir den Stammbaum aller kennen. Wir kennen ihre Vorfahren.
Das ist sehr wichtig für die Erhaltung ihrer Rasse. Vor allem, weil sie immer noch vom Aussterben bedroht sind. Wir halten sie in Isolation, um sie im Ernstfall vermehren zu können. Die geringe Vielfalt des genetischen Materials macht die Tiere anfällig für Krankheiten. Durch die gemeinsamen Vorfahren sind sämtliche Wisente in Jabovieja miteinander verwandt. Schon einmal hat die Maul- und Klauenseuche in den 50er Jahren den Neubestand stark dezimiert. Alle ein bis zwei Jahre bringen die Kühe ein Kalb zur Welt, das dann, geschützt von der Mutter, in der Herde aufwächst. Ein erwachsener Bulle bringt es schließlich auf ein Gewicht von fast einer Tonne. Es gehört zu Jerzy Dackiewicz' Aufgaben, den Bestand der Wisente in freier Wildbahn zu beobachten und zu dokumentieren. Auch das Fährtenlesen gibt Aufschluss über die Lebensweise der einzelnen Gruppen, die durch den Wald streifen. Wisente leben in Herden. Eine Herde besteht meist aus Jungtieren und Kühen. Die Bullen sind eher Einzelgänger. Einige Bullen ziehen gemeinsam umher. Zur Herde stoßen sie nur während der Paarungszeit. Wisente sind eigentlich sehr ruhige Tiere und haben Angst vor Menschen. Allerdings können sie manchmal auch gefährlich werden. Kühen, die ihre Kälber verteidigen, sollte man besser nicht zu nahe kommen. Der Arbeit von Männern wie Jerzy Dackiewicz ist es zu verdanken, dass Wisente inzwischen auch wieder durch Wälder in Russland, der Ukraine, Lettland und Weißrussland streifen. Der Gesamtbestand freilebender Wisente wird heute wieder auf rund 3000 Tiere geschätzt. Der Urwald von Białowieża weist eine einzigartige Vielfalt an Pflanzen und Tierarten auf, weshalb er 1992 von der UNESCO zum Weltnaturerbe und Biosphärenreservat erklärt wurde. An die 12.000 Tierarten, darunter 55 Säugetierarten, leben in der Wildnis, die in weiten Bereichen von Menschen unberührt ist. Der Kreislauf der Natur ist hier noch intakt. Das Waldleben, ein ungestörtes Wechselspiel von Werden und Vergehen. Viele der Baumriesen im Wald sind hunderte Jahre alt und ragen bis zu 50 Meter in den Himmel. Anatol Filipczuk ist pensionierter Förster. Er ist im und mit dem Urwald von Białowieża groß geworden. Hier hat er sein Leben verbracht. Auf einer kleinen Lichtung mitten im Urwald stehen seine Bienenhäuser. Der 71-jährige Pole ist Bienenzüchter und Imker aus Leidenschaft. Bereits jetzt im Spätsommer beginnen die Bienenvölker, sich auf den Winter vorzubereiten. Anatol hilft ihnen dabei. Der Rauch der glimmenden Holzspäne betäubt die Bienen. Anatol muss kontrollieren, ob die einzelnen Völker ausreichend Honigvorräte angelegt haben. Außerdem muss er die Bienenstöcke winterfest machen.
Durch seine jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Bienen kann der Imker auf die typische Schutzbekleidung verzichten. Um die nützlichen Insekten nicht aufzuscheuchen, führt Anatol alle Bewegungen ganz langsam und ruhig aus. Das ist die Vorbereitung für den Winter. Der Bienenstock, die Nester, die ganze Familie muss die besten Voraussetzungen für den Winter haben. In dem entstehenden Nest brauchen die Bienen eine bestimmte Temperatur. Der Bienenstock ist eine von Menschenhand gebaute Höhle. Und wenn diese Höhle zu groß ist, ist der Energieverbrauch der Bienen erhöht, denn die Luft muss ja erwärmt werden. Immerhin braucht die Bienenkönigin 34 Grad. Ich habe die Waben umgestellt. Sie enthalten noch ein bisschen Honig. Die Bienen fressen ihn und lassen nichts übrig. Wenn wir die Kissen zur Abdichtung von einer Seite zur anderen legen, dient das der Wärmedämmung. Bei den hiesigen klimatischen Verhältnissen ist es nicht möglich, dass man die Bienen in den Sommerbienenstöcken überwintern lässt. In Südpolen geht das, aber unser Klima erlaubt das nicht. Um sie leichter zu identifizieren, hat der Imker die Bienenkönigin am Rückenpanzer markiert. Nach der Winterruhe, ab etwa Ende Februar, wird die Königin wieder Eier legen, bis zu 2000 Stück pro Tag, und so den Fortbestand des Bienenvolkes sichern. Stock für Stock, Wabenrahmen für Wabenrahmen wird auf die gleiche Weise kontrolliert und das Bienenhaus schließlich mit Kissen gegen die Kälte des Winters abgedichtet. Die Winter in Białowieża sind lang und klirrend kalt. Oft fällt bereits Anfang Oktober der erste Schnee. Dass der Mischwald von Białowieża in weiten Teilen als Urwald erhalten geblieben ist, geht auf ein Dekret des polnischen Königs Władysław Jagiełło zurück, der das Gebiet vor rund 600 Jahren unter königlichem Schutz stellte. In einer Zeit, in der immer mehr Wälder der Landwirtschaft und der Urbanisierung zum Opfer fielen, wurden Rodungen in Białowieża unter Strafe gestellt und die Jagd im Wald zum königlichen Privileg erklärt. Auch spätere polnische Könige und zuletzt die russischen Zaren hielten an diesen Jagdprivilegien fest und erhielten dadurch den Wald in seiner ursprünglichen Form. Die wenigen schnurgeraden Wege, die den Wald heute durchziehen, wurden größtenteils in der Zarenzeit angelegt, als Straßen für die feudalen Jagdgesellschaften. Die alten Wege werden noch heute genutzt. Außerhalb des Nationalparks und gekennzeichneter strenger Schutzzonen wird auch im Urwald von Białowieża Forstwirtschaft betrieben, unter strengen Auflagen. Barbara Banica ist Försterin in einem der drei Forstreviere von Białowieża. Die 27-Jährige ist in dieser Gegend aufgewachsen und hatte schon als Kind eine enge Bindung zum Urwald. An diesem Vormittag bestimmt Barbara, wo das Unterholz ausgelichtet und Holz für den Verkauf geschlagen werden soll. Die junge Försterin achtet penibel darauf, dass die Umweltauflagen eingehalten werden. Bedrohte Pflanzenarten stehen unter strengem Schutz. Auch Bäume, die älter als 100 Jahre alt sind, dürfen hier nicht gefällt werden. Ich grüße Sie. Wie läuft die Arbeit? Gut, ich bin gerade hier fertig geworden. Werfen Sie mal einen Blick darauf und dann wässern wir später noch mal nach, okay? Okay, das machen wir. Jetzt zeige ich Ihnen, was als nächstes gemacht werden muss. Ganz in der Nähe. Gut, lassen Sie uns rübergehen. Ich bin mit diesem Urwald seit vielen Jahren verbunden.
Vor allem, weil mein Vater hier im Nationalpark als Inspektor tätig war. Also bin ich hier aufgewachsen, wie im eigenen Garten. Wir waren auf illegalen Pfaden unterwegs, weil ja alles unter Schutz stand. Schon damals habe ich mich an das Gefühl gewöhnt, dass der Wald mein Zuhause ist. Und eines Tages habe ich mir überlegt, dass ich ja Försterin werden und somit in meinem Wald bleiben könnte. Für Barbara war es zunächst nicht leicht, in diesem traditionellen Männerberuf akzeptiert zu werden. Doch mit Kompetenz und Hartnäckigkeit hat sie sich schließlich durchgesetzt. Hier müssen wir auf die Pflanzen achten, aber dazwischen sind markierte Wege. Da kann man gut gehen. Hier bis zu dem Weg schneiden wir aus. Ich lasse Ihnen die Karte hier, dann haben wir alles. Der Urwald von Białowieża ist ein Mischwald, wie er früher weite Teile Mitteleuropas zwischen Ostsee und Schwarzem Meer bedeckt hat. Die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten, an Nadel- und Laubhölzern, bildete sich im Laufe der Jahrtausende nach der letzten Eiszeit heraus. Besonders beeindruckend sind die mächtigen Eichen. Manche von ihnen gelten als Naturdenkmäler und tragen die Namen polnischer Könige. Ein weiteres typisches Merkmal für den Urwald von Białowieża ist das viele Totholz, das den Waldboden bedeckt. Das langsam verrottende Holz umgestürzter Bäume ist ein wichtiges Element im Kreislauf der Natur. Schon bald überziehen Moose den alten Stamm. Zarte Pflanzen schlagen hier wieder Wurzeln. Insekten legen ihre Eier. Aus dem toten Baum entsteht neues Leben. Das dichte Unterholz bietet auch Schutz für viele Kleintiere, die hier ein reichhaltiges Nahrungsangebot und somit einen idealen Lebensraum finden. Üppig und formenreich präsentiert sich die Natur. Im Urwald von Białowieża gibt es allein über 500 verschiedene Pilzarten, die vor allem im Spätsommer aus dem Waldboden und den Tothölzern sprießen. Barbara Banieka ist unterwegs zu ihrer besten Freundin, Johanna Matysek. Die hat sich nur wenige Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt ihren Lebenstraum erfüllt. Gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Sohn und einigen Hunden lebt Johanna als Aussteigerin in einem alten Forsthaus mitten im Urwald. Dieser magische Ort, fernab der Zivilisation, zieht inzwischen auch Freunde und Verwandte aus anderen Teilen Europas nach Białowieża. Dann ist der einsame Platz mitten im Wald erfüllt mit Leben. Johanna Matysek kennt den Urwald seit ihrer Kindheit, als ihre Tante und ihr Onkel hier lebten. Sie lebten wie im Märchen. Aber es gab alle Arten von Tieren in diesem Haus, die es auch hier im Urwald gab, außer Wisente und Wölfe. Es gab Luchse, Dachse, Elche, Füchse, viele Vogelarten, Eulen, Falken. Es gab auch eigenen Honig und hausgemachte Lebensmittel. Der ganze Keller war voll mit Marmeladen und Pasteten. Jedes Mal, wenn ich hierher kam, war diese Welt für mich wie ein Paradies. Und die Rückkehr in die Stadt ein Horror.
Aber mein größter Traum war stets, für immer nach Białowieża zu ziehen. Ich habe die Stadt einfach gehasst. Ich fühlte mich fremd. Im Jahre 1992 wurde mein Traum Wirklichkeit. Meine Lebenssituation hatte sich so verändert, dass ich mich von einem Tag auf den anderen entschieden habe, herzuziehen. Der Wald hat für Johanna Matysek nach all den Jahren nichts von seiner Faszination eingebüßt. Und auch für die Kinder, die regelmäßig ihre Sommerferien hier verbringen, ist ein Ausflug in den Urwald mit der Försterin Barbara Banjica jedes Mal ein großes Abenteuer. Schließlich gibt es hier hinter jedem Baum, jedem Strauch etwas zu entdecken. Am beeindruckendsten sind jedoch die Spuren von wilden Wiesenten. Diese Spur ist bestimmt von einem Bullen. Er muss riesig sein. Ein Bulle ist ein männliches Wiesent. No. Hier im Wald lässt sich unberührte Natur mit allen Sinnen erleben. Für die Kinder aus den Städten ist der Besuch des Urwalds natürlich viel spannender als jeder Biologieunterricht. Kaum ein Kind hat je eine Echse in Natur gesehen. Für Johanna Matysek und Barbara Banjica ist der Wald ein mystischer Ort. Viele Bewohner in der Region glauben sogar, dass hier Fabelwesen, Gnome, Nymphen leben. Die Waldgeister, so die Legende, seien nach Białowieża gekommen, nachdem Großteile der ursprünglichen europäischen Wälder gefällt worden sind. Auch wenn die Aussteigerin und die Försterin nicht an Fabelwesen glauben, in diesem Wald fühlen auch sie eine intensive Magie. Durch das Erkunden des Waldes sollen die Kinder diesen Zauber begreifen. Voller Geheimnisse und Überraschungen ist der Wald, wenn man durch das Dickicht streift. Der Kreislauf der Natur, die ständige Abfolge von Leben und Tod, das lässt sich hier hautnah erfahren. Die Kinder finden die Knochen eines Wildschweins. Schaut mal hier! Unter- und Oberkiefer sind noch gut erhalten. Der Wald regt alle Sinne an. Ich glaube, das fehlt den Menschen aus der Stadt. Hier nimmt man alles mit der Haut, mit den Ohren, mit dem Geruchssinn wahr. Man fühlt sich sicher hier. Für mich ist das ein Ort, zu dem ich immer zurückkehren möchte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne ihn zu leben oder ihn wenigstens von Zeit zu Zeit zu besuchen. Ich habe mich in den Wald verliebt und so auch meinen Beruf gewählt. Ich bin fast täglich hier. Ich verbringe meine Zeit in diesem Wald. Das ist meine Leidenschaft. Den Wildschweinschädel dürfen die Kinder als Trophäe mit nach Hause nehmen. Der Urwald von Białowieża hat viele Gesichter. Zahlreiche Flüsse, wie zum Beispiel die Narewka, durchziehen den Nationalpark. Hier geht der Wald in breite Schilfgürtel und offene Sumpfflächen über.
Die weiten Ebenen gehören zu den Merkmalen eines Tieflandurwaldes. In den nur langsam fließenden Gewässern und ausgedehnten Mooren findet sich reichlich Totholz, das langsam verrottet und Nährstoffe an das Wasser abgibt. Mit maximal 5% machen die Wasseroberflächen zwar nur einen sehr kleinen Teil des Urwaldes aus, doch ist ihr Einfluss auf den Wald enorm. Die Bäche, Sümpfe und Teiche sorgen für einen weitgehend konstanten Grundwasserspiegel. Ein Absinken des Grundwasserspiegels, etwa durch die Regulierung der Flussläufe, würde den Wasserhaushalt des Waldes empfindlich stören und die Widerstandsfähigkeit vieler Bäume gegen Krankheiten oder Parasiten beeinträchtigen. Nach starken Regenfällen, vor allem im Frühjahr, sind die Flüsse, Teiche und Sümpfe oft überflutet. Ein Teil der Wassermassen wird in den Feuchtgebieten auf natürliche Weise gespeichert und hält so den Wasserhaushalt im Urwald im Gleichgewicht. Ein kleiner Weiher zählt auch zu den Lieblingsplätzen von Barbara Banjeka und Johanna Matysek. Knapp 2 Kilometer vom Haus entfernt, in einer kleinen Senke am Waldrand, ist der Teich der ideale Ort, um sich an heißen Sommertagen abzukühlen. Für uns ist dieser Weiher eine kleine Perle. Keiner kennt diesen Ort. Früher haben sie hier Sand entnommen und jetzt sammelt sich hier Wasser. Wir kommen oft mit Schlauchbooten und Luftmatratzen her und verbringen manchmal ganze Tage hier. Das Wasser ist sauber, es gibt auch viele Libellen, den Kindern gefällt das besonders. Libellen sind ja ein Zeichen dafür, dass das Wasser von sehr guter Qualität ist. Wenn man die Augen schließt, kann man sich gut vorstellen, dass man an den Masurischen Seen oder an der Adria ist. Es herrscht totale Stille. Man hört nur die Vögel. Für uns ist das eine Oase der Ruhe. Für mich ist das Luxus. Für die Leute aus dem Dorf ist es absurd. Ob am Weiher oder tief im Wald. Białowieża ist für Erwachsene und Kinder gleichermaßen jeden Tag aufs Neue eine aufregende Entdeckungsreise. Am Abend wird das Erlebte noch lange ausgetauscht. Die Zeit bei Johanna Matysek bedeutet für die Kinder eine Rückkehr zur Natur. Strom gibt es nur abends über einen Generator am Haus. Einen Fernseher oder Computer gar nicht. Und auf den Tisch kommt, was der Gemüsegarten hergibt. Der Imker Anatol Filipczuk hat an vielen Stellen im Wald Bienenstöcke aufgestellt. 40 Bienenvölker sind es insgesamt. Im Juli, wenn die Winterlinde blüht, produzieren die Bienen den typischen Białowieża Lindenhonig mit seinem milden Geschmack. Einen Teil des Honigs verzehren die Bienen selbst, den Rest sammelt Anatol ein. Diese Arbeit kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Meist gegen Mitte August sind dann die letzten Bienenstöcke an der Reihe.
Der Lindenhonig aus Białowieża wird seit mehr als 400 Jahren nach dem gleichen Prinzip hergestellt. Schon an den Tafeln der polnischen Könige galt er als Delikatesse. Für das einfache Volk war der Honig unerschwinglich. Um den Honig zu gewinnen, müssen zunächst die mit Wachs verschlossenen Waben geöffnet werden. Honig aus Białowieża ist im ganzen Land bekannt. Anatol Filipczuk ist stolz, die Tradition der Imker fortzusetzen, die ja gleichzeitig auch Familientradition ist. Mein Großvater hat damit angefangen und mir sein Wissen weitergegeben. Ich war damals 6, 7 Jahre alt und er hat mir gezeigt, wie man mit Bienen umgeht. Die Biene ist den Menschen wohlgesonnen. Es ist der Mensch, der ihr etwas wegnimmt. Den Honig, den Blütenstaub und Wachs. Die Holzrahmen mit den offenen Waben werden schließlich in einer Zentrifuge, wie zu Großvaters Zeiten, geschleudert, damit der Honig abrinnen kann. Die Menge des produzierten Honigs ist nicht jedes Jahr gleich und hängt vor allem von der Witterung ab. Manchmal sind es 15 Liter Honig, die ein einziges Bienenvolk pro Jahr produziert. Manchmal ist es aber auch nur 1 Liter. Im Nationalpark Białowieża gibt es strenge Schutzzonen, die nur mit besonderer Genehmigung und in kleinen Gruppen betreten werden dürfen. Barbara Banieka arbeitet an den Wochenenden als Fremdenführerin im Nationalpark. Die Försterin will mehr als den Touristen nur ihren Wald zeigen. Ihr bedeutet es viel, dass die Menschen begreifen, dass dieses einzigartige Naturerbe mit seiner beeindruckenden Vielfalt auch für künftige Generationen erhalten bleiben muss. Immer noch ist Barbaras Begeisterung ungebrochen, wenn sie erklärt, wie ein Urwald ohne den Eingriff des Menschen funktioniert. Die meisten Besucher des Nationalparks waren noch nie zuvor in einem Urwald. Die Anzahl der zugelassenen Besucher ist streng geregelt. Höchstens 20.000 Menschen dürfen die Schutzzonen des Nationalparks jedes Jahr betreten. Die Ruhe des märchenhaften Waldes prägt, wie es scheint, auch die Menschen, die hier leben. In der Abgeschiedenheit seines Kellers verarbeitet Anatol Filipczuk das Bienenwachs, das er beim Öffnen der Waben gewonnen hat. Er presst das Wachs zunächst zu kleinen Kugeln, um es dann in einem Kocher zu schmelzen. Schon nach wenigen Minuten beginnt das Wachs aus dem Kocher zu rinnen und wird in einem Behälter mit Wasser aufgefangen. Das goldgelbe Bienenwachs wird vor allem zur Herstellung neuer Wabenrahmen für die Bienenstöcke benötigt. Das Bienenwachs ist zwar ein wichtiges Nebenprodukt der Imkerei, stolz ist Anatol aber vor allem auf seinen Honig, den er in einem Raum über dem Keller in kleinen Metallfässern lagert. In guten Jahren produziert Anatol Filipczuk an die 200 Liter dieser weit über Białowieża hinaus bekannten Delikatesse. Viele Käufer sind aus der Umgebung,
Doch sogar aus dem 200 Kilometer entfernten Warschau kommen Kunden, um bei Anatol Honig zu kaufen. Noch sind die Storchennester auf den Schornsteinen der wenigen Häuser bewohnt. Doch schon bald werden die Zugvögel in großen Schwärmen nach Süden aufbrechen. Der Abzug der Störche Mitte August ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass der kurze Sommer in Białowieża zu Ende geht. Die Früchte des Waldes werden langsam reif. Für die Rothirsche und andere Tiere beginnt die Paarungszeit. Noch steht der Wald in üppigem Laub, dringt vielerorts nur spärlich Sonnenlicht durch die hohen Wipfel und Kronen der mächtigen alten Bäume. Zieht der Herbst ins Land, wird sich der Wald verfärben. Das Laub, das jedes Jahr von den Bäumen fällt, ist eine Biomasse gigantischen Ausmaßes und als Nährstoff im Kreislauf der Natur genauso wichtig wie das viele Totholz. So mancher alte, knorrige Baum wird den Stürmen des Herbstes nicht mehr standhalten, zu Boden stürzen oder als Totholz im nächsten Jahr zur Grundlage neuen Lebens werden. Für die Försterin Barbara Banjica gibt es um diese Jahreszeit nicht mehr viel zu tun im Wald. Lediglich die gefällten Bäume müssen noch markiert und vermessen werden. Manchen mag mein Beruf langweilig erscheinen, weil ich immer nur im Wald bin. Unter der Woche arbeite ich als Försterin und an Wochenenden eben als Waldführerin. Ich gehe oft die gleichen Wege und besuche die gleichen Orte. Aber die Natur verändert sich ständig. Wenn man den Urwald beobachtet, erkennt man, dass hier eine unglaubliche Dynamik herrscht. Man denkt, wenn man in einem Monat wiederkommt, wird alles noch genauso aussehen. Aber die gleichen Plätze im Wald sehen plötzlich ganz anders aus, weil sich die Jahreszeit oder eben die Natur verändert hat. Die mächtigen Fichtenstämme werden größtenteils an Sägewerke in der Umgebung verkauft und das Holz dann für die Möbelproduktion oder im Baugewerbe verwendet. Kleinere Stämme landen in der Papier- oder Dämmstoffproduktion. Jeder Baum, der den Wald verlässt, wird von Barbara Banjica vermessen und katalogisiert. Gleichzeitig wird so der Zustand des Baumes untersucht und es werden Rückschlüsse auf die Gesamtpopulation gezogen. Barbara Banjica gehört zu den Stammkunden von Anatol Filipczuk. Mindestens einmal im Monat kommt sie vorbei, um für sich und ihre Familie Honig einzukaufen. Guten Tag. Hallo. Ich wollte Honig holen. Proszę bardzo. Jest do obejrzenia. Piękny dzień.
In der Küche hat Anatols Frau Leokadia die Gläser bereitgestellt. Das Ehepaar lebt seit über 40 Jahren in diesem Haus, nur wenige Kilometer von Białowieża entfernt. Die erwachsenen Töchter sind längst ausgezogen. Die junge Försterin ist ein willkommener Besuch. Natürlich muss gleich probiert werden. Zum Nachmittagstee gibt es eine traditionelle Spezialität der Region: milde Salzgurken mit Honig. Wie schön der Honig läuft. Białowieża, der letzte Tiefland-Urwald Europas. Der Wald ist ein einzigartiges Naturreservat mit einer unglaublichen Vielfalt an Lebensformen und Arten, die es zu erhalten gilt. Übersetzt bedeutet Białowieża weißer Turm. Und es geht die Legende, dass einst ein weißer Turm aus Holz den polnischen Königen den Weg zu ihrer Residenz mitten im Wald gezeigt haben soll. Das Beispiel von Białowieża zeigt, wie der behutsame Umgang mit den letzten Naturreservaten Europas aussehen kann.